Und damit wünsche ich euch herzlich willkommen zu meinem zweiten Projekt nach Rayman, nämlich Limbo. Viele werden das Spiel wahrscheinlich kennen. Limbo ist ein, ja, wie soll ich sagen, atmosphärisches, ich würde es als Horror-Jump'n'Run bezeichnen, obwohl es nicht wirklich ein Horrorspiel ist. Es hat halt nur diese Atmosphäre von einem Horrorspiel. Also grundsätzlich zur Story ist nicht viel bekannt. Es geht halt darum, dass anscheinend ein Junge im Wald seine Schwester sucht, die er verloren hat. Das ist so die gesamte Story, kurz zusammengefasst. Man weiß es aber nicht ganz, weil es wird absolut nichts gesagt. Man startet sofort ins Spielgeschehen, so wie wir jetzt. Und das, was dieses Spiel so auszeichnet, ist einfach die Atmosphäre, die erschaffen wird im Spiel selbst. Und also wie die Entwickler das alles geschafft haben, mit so wenig so viel zu machen. Man sieht, es ist schwarz-weiß, wir wachen auf. Mit den weißen Augen, der Junge mit den weißen Augen. Und ich finde dieses Spiel sehr interessant. Und da es gratis war vor kurzem auf Steam, dachte ich mir, das kannst du dir mal holen. Und das habe ich übelst Bock, mal mit euch durchzumachen. Von dem her, was gibt es Besseres? Also, wir haben nicht viele Aktionen. Wir können laufen, wir können springen. Und wir haben noch eine Aktionstaste, die können wir dann wahrscheinlich bei Gegenständen benutzen. Und es gibt hin und wieder Secrets. Ich muss sagen, ich kenne das Spiel zwar, weil ich schon mal ein LP davon gesehen habe, aber selber gezockt habe ich es noch nie. Und das LP ist schon so lange her, dass ich mich jetzt so an ganz bestimmte Sachen nicht mehr erinnern kann. Also so an bestimmte Sachen habe ich komplett vergessen. Und vielleicht merkt ihr jetzt schon, was ich meinte mit wenig können die Entwickler viel machen. Wir haben eine Soundkulisse, die aus den Schritten besteht. Aus einem Fluss, wie sie es anhört. Also wie man es im Wald normalerweise hören würde. Keine Musik, keine großartigen Effekte. Alles in Schwarz-Weiß, nur Schatten und sonst nichts. Und nur damit arbeitet das Spiel und deshalb. Und wie es damit arbeitet, ist so richtig einzigartig. Man muss halt schauen, es gibt Rätsel. Also teilweise ist es auch ein bisschen rätselhaft aufgebaut und ja. Die Sterbeanimationen in dem Spiel sind krass. Deswegen ist es auch ab 16, soweit ich weiß. Wenn wir irgendwo reinfallen, wäre das nicht so geil. Ich werde jetzt auch da nicht extra reinfallen, denn wir wollen ja vorankommen, ne? Ich will einfach nur schauen, dass wir hier ein bisschen so gemütlich das Spiel durchspielen. Und ja, mehr nicht. Also wir haben hier noch die Aktionstaste. Das ist beim Xbox-Controller. Ich spiele mit dem Xbox-Controller jetzt B. Und A ist Springen. Also ganz simpel, also ich glaube, noch simpler geht's gar nicht. Okay, wir können uns hier ein Seil festmachen. Ich glaube, es wird die beste Idee sein, wenn wir hier uns einfach hinunterhangeln und schauen, was noch aus uns zukommt. Also, wie schon gesagt, zur Story weiß man nicht viel. Warum dieser Junge meint, er muss unbedingt in diesem Wald seine Schwester suchen? Keine Ahnung, vielleicht waren sie auf dem Spaziergang und er hat sie verloren. Ich glaube, da unten ist er tot, oder? Stimmt, er kann nicht schwimmen. Das habe ich vergessen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Er kann nicht schwimmen. Deshalb wäre er auch der Tod gewesen, ja. Gut, damit wir das wissen. Er kann nicht schwimmen. Kann ich mich nicht hier irgendwie fallen lassen? Ja, doch, kann ich. Ich dachte, er stirbt dann auch gleich sofort, aber in diesem Fall wohl nicht. Aber ich glaube, wenn er zu hoch fällt, dann wird auch er sterben. Die weißen Augen sind so toll. Die machen so ein richtig ge geben so ein richtig geiles Gefühl. Aber teilweise ist das Spiel auch richtig krass abgefuckt. Das wird man dann noch im weiteren Verlauf bemerken. Eindeutig sogar. Also von dem her gibt es da keine großen Überraschungen. Also das Spiel ist schon. Es ist gerechtfertigt, dass es ab 16 ist, muss ich sagen. Weil manche Sachen sind schon ein bisschen heftig. Vor allem, was da teilweise noch kommt. Ich habe ja noch ein bisschen was im Kopf und von dem, was ich noch im Kopf habe, sind halt manche Sachen richtig krass. Aber ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Kommen wir nicht mal weiter? Ah, doch kommen wir. Wir müssen das Boot mitziehen. Also ein bisschen überlegen muss man bei dem Spiel auf alle Fälle. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das kannst du mal schnell durchmachen. Im First Try. Das ist nämlich
eher so ein bisschen schwerer. Kann der sich hier irgendwie hangeln oder so? Was ist denn das? Das sieht so gefährlich aus. Aber egal, wir gehen ans Seil. Auf jeden Fall hat der krass Muckis dafür, dass er sich hier auch so mit dem Seil schwinge, klettern kann. Das kann auch nicht jeder. Ich merke gerade, man hat es wahrscheinlich gerade gehört. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist übrigens Pause im Menü. Viel kann man nicht machen. Vor allem in den Einstellungen. So wird gespielt, Helligkeit und Mitwirkende. Mehr geht nicht. Also das Spiel ist sehr simpel gehalten. Ich dachte mir nämlich schon, boah, kann ich nicht die Grafik ein bisschen hochdrehen? Nee, das gehört so. Aber es passt auch so, es reicht. Weil die Kameralinse sieht halt so verschwommen aus und ja. Ja, ich glaube, hier sollten wir nicht reintreten. Warte, da können wir unmöglich drüber springen. Also würden wir wahrscheinlich da unten an den Griff. Da werden wir sie wahrscheinlich wegziehen müssen, ne? Und jetzt müssen wir halt noch schauen, dass wir drüber kommen. Es geht gut. Das ging auch gut. Okay. Solange wir nicht sterben, ist alles easy. Weil sonst dürfen wir halt nochmal einen Teil selber machen. Und jetzt fängt schon das Abgefuckte an. Wir haben hier eine verfickte Leiche am Seil. Ja, ich kletter da einfach mal hoch. Ah, ne, es geht nicht, ne? Ne. Ah, ne. Okay, warte. Hier haben wir eine Falle und da ist eine. Warte, wie weit geht die runter? Ich habe jetzt nicht geschaut. Geht die bis zum Boden? Ja, also wenn wir ganz krank sind, dann versuchen wir das jetzt mal. Es könnte interessant sein, aber. Oh Mann. Oh, Scheiße. Das ist heftig. Dieses Spiel ist so abgefuckt. Warte, kann man da sie nicht auch noch was holen? Nee, kann man nicht. Oh, die Falle. Ich wäre fast in die Falle gesprungen. Wäre nicht so geil gewesen. Oh, da hängt sogar noch ein bisschen Stück von der Leiche dran. Wäre jetzt auch nicht so das Geilste, ne? So stellt man sich einen Waldspaziergang auch besser vor. Aber gut. Oh, diese Schritte, das ist so geil, ne? Diese Atmosphäre, die hier aufkommt. Also, ich habe gerade Lust auf einen Waldspaziergang. Ich glaube, da unten ist Wasser. Ich kann es jetzt aber nicht genau sagen. Oh, heilige Scheiße! Das war dezent knapp. Ich würde sagen, wir wären hier gestorben, wenn wir nicht ausgewichen wären. Ich kann jetzt halt nur hoffen, dass nicht noch einer kommt. Kommt aber keiner. Das haben wir zum Glück überlebt. Aber wie lange werden wir noch leben? Das ist die Frage. Hui! Warte, ja doch, hier kann ich normal durch. Hier sind nur Büsche. Hier sind nur Büsche. Ui. Wofür ist denn das Seil hier? Ja, an das komme ich erstmal nicht ran. Naja. Gehen wir einfach mal weiter und hier können wir irgendwie mit der Kiste. Ah nee, warte mal. Bevor wir hier jetzt rumprobieren, übers Wasser zu kommen, denn ich glaube, das geht sowieso nicht, werde ich mal versuchen, auf das Seil zu kommen. Weil ich das Gefühl habe, das wäre sinnvoller. Weil wenn das schon ein Seil ist. Nee, warte mal, warte mal. Da muss man schon hochkommen. Es ist sicher nicht Sinn der Sache, dass man hier. Kann man sich nicht ein bisschen schwingen? Ja, ich denke es mir. Muss gehen. Man kann sich ja immer schwingen. Also, jetzt haben wir. Okay, dann da hoch und die Frage ist, was uns das bringt, ne? Aber vielleicht werden wir dann irgendwo noch eine Kiste finden oder so, damit wir noch eine haben, um über den See zu kommen. Wer weiß. Ah, hier haben wir schon sowas. Das schieben wir runter. Und ich glaube, das ist jetzt gerade ins Wasser gefallen. Und mit so einem Baumsturm fühle ich mich schon sicherer als mit einer Kiste. Und hier ist ein Secret, wie es aussieht. Schöne Höhe heißt es. Okay. Das scheinen wohl so die Secrets zu sein. Ich finde es übrigens ziemlich cool, dass es die Secrets gibt in dem Spiel. Ist eine nette Idee. Hat auch dann irgendwie so ein. Also man hat so einen Drang dazu, 100% zu machen, alles zu untersuchen. Muss man natürlich nicht. Man kann das Spiel auch einfach so durchspielen. Aber es bockt dann natürlich noch mehr. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht. Ich schieb's noch ein bisschen weiter, weil. Das Gute ist, man ersäuft ja nicht direkt. Und das sollte jetzt reichen. Tut's auch. Und wir gehen weiter.
Da, oh, es wird dunkler irgendwie. Boah, der Soundtrack ändert sich. Ich habe Angst. Okay, nichts passiert. Seltsam. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Ist das eine Spinne? Lol. Boah, wie fett ist denn die? Heilige Scheiße. Jetzt sind wir gestorben. Wow, holy fuck. Okay, vielleicht versteht man jetzt, warum es am 16. ist. Die spießt uns dezent auf, aber. Okay, warte, ich muss kombinieren. Wie besiegen wir diese Spinne? Vor allem, wie sollen wir das anfangen? Okay, das klappt so. Aber was bringt uns das? Die schlägt uns nur. Halt, beziehungsweise sie will uns schlagen. Hat es irgendein Se Geklimper? Schon das zweite Mal. Ach so. Na gut, so kann man es natürlich machen. Es ist zwar richtig heftig brutal, aber hey. Ich hasse Spinnen, also ist mir das gerade egal. So, wo schlägt die nochmal hin? Ist mir jetzt gerade egal. Okay, und jetzt. Ah, schade, nur ganz knapp. So, jetzt soll es aber möglich sein. So, eine Phones. Ich muss mich nochmal kurz zurückbewegen dann. Oh, das tut weh. Das tut weh, ja, das tut weh. Muss ich das mit allen drei machen? Oh, ich muss das anscheinend noch öfter machen, ha? Ich kann da selber kaum zuschauen. Ich hasse zwar Spinnen, aber sowas ist dann doch hart. Das ist sehr hart. Jetzt ist auch die Falle kaputt, aber Alter. Boah, ist das viel fett. Holy fuck. Es gibt einfach nichts Behinderteres als Spinnen, Mann. Bei denen raste ich immer aus. Vielleicht bin ich ja ein kleiner Schisser, aber ich hasse Spinnen. Diese Drecksviecher, ich hasse sie einfach nur. Ist schon in Ordnung, dass sie die jetzt so gekillt haben, aber. Oh, das könnte das Nest sein von ihr. Hier sind überall Spinnenweben. Ich komme nicht weiter! Oh. Oh oh. Boah, ich kann das Viech gar nicht anschauen, ne? Es ist zwar nur der Schatten, aber ich kann es gar nicht anschauen. Oh Gott, die hat uns gepackt, aber richtig heftig. Wie können wir überhaupt noch leben? Naja. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein Kokon. Geil. Jetzt wird sie warten, bis wir sterben und dann wird sie uns fressen. So wie es Spinnen, glaube ich, mit ihrer Beute machen, ne? Aber ich glaube, wir lassen uns das jetzt nicht so gefallen. Ich kann mich auf jeden Fall noch bewegen. Ich denke, ich werde mich jetzt hier so irgendwie befreien können. Ja, siehst du. Haha, das ist geil. Jetzt kommen wir über die Netze, weil ihr müsst wissen, die Netze an sich verheddern sich ja nicht. Glaube ich mal. Deshalb geht das jetzt, glaube ich, sogar ganz gut. Kann man hier springen? Ja, kann man. Ich glaube, ich soll jetzt aber auch schnell von der abhauen. Ich kann mir vorstellen, dass die gleich wieder kommt. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich springen, ne? Eigentlich. Aber ja. Wir dürfen hier gleich anfangen. Ist freundlich. Mann, spring doch, du Pfosten! Komm, ich habe jetzt keine Lust, hier dauerhaft zu sterben. Entweder bin ich gerade zu blöd oder. Warte.
Gut, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Ich dachte, ich kann da noch einen machen, aber das ist dann leider wohl nicht so gut gegangen, wie ich erhofft hatte. Komm! Der will nicht mehr. Also, ich weiß nicht warum, aber. Schau, ich spamme ja den Knopf. Ja, es geht. Nicht. Es geht nicht. Gut, ein zweiter. So, jetzt aber, oder? Du Klei. Ey, ist der echt zu dumm? Junge! Okay, warte. Danke. Halleluja.